Es gibt einfach Leute, die auffallen. Es gibt Leute, die fallen auf durch ihre Kunst oder weil sie etwas anreissen oder Energie einfach in etwas hineinstecken und etwas, wo dann eben allen anderen etwas bringt. Der ganze Kulturpreis, das ist darum auch ein bisschen ein Symbol, wo man also jemand, das kann man in die Hand nehmen, das ist eine wunderschöne Skulptur, steht hier gerade unter mir, aus echtem ganzen Erzgestein, hat der Künstler gemacht, der Cemal Akaya. Es gibt also kein grosses Geld, es gibt aber einen Titel, ganze Kulturpreisträger oder Trägerin. Es steht auf dem Stein eigentlich, steht so ein bisschen symbolisch quasi eingraviert. Dankeschön, ein Dankeschön von der ganzen Bürgerschaft. Herr Gemeindepräsident Jürg Tanner, Gemeinderat Roland Wermelinger, Maruja Laukas lebt mittlerweile seit dem 31. Oktober 1995 oder genau 8040 Tage auf dieser Welt. Ich persönlich kenne Maruja seit genau 8036 Tagen und damit heute genau seit 22 Jahren. Hier am 4. November 1995 habe ich nämlich die Maruja und ihre Mama, Rachel, im Spital in Vaduz besucht. Ich als langjähriger Freund von Herbert und von der Rachel war dortmals bereits vorgesehen gewesen als Götti von der Maruja. Und hier habe ich sozusagen als designierter Götti die Maruja, also am 4. November 1995, das erste Mal auf meinen Armen gedreht, weil ich hier bereits 10-jährige Vatererfahrungen hatte, bin ich natürlich professionell, habe ich das professionell gemacht. Und ich habe gleich etwas gespürt. Sie hat mit ihren Fingern, feinen Fingern gespielt und die wohlgeformt um meine Finger gelegt. Sie ist also gleich einmal musisch tätig gewesen. Und vor allem hat Maruja Lut vor sich gegeben. Sie hat Lutti Lut vor sich gegeben. Das war aber eben nicht Geschrei gewesen. Nein, das war bereits Musik gewesen. Für meine Ohren, und ich habe ein gutes Musikgehör, war das ein wunderschöner Gesang gewesen. Ja, und so ist es weitergegangen. Ich behaupte jetzt einfach, oder ich kann das einfach sagen, die Maruja ist seit mindestens 8036 Tagen musisch tätig. Und vor allem, ich sage, es gibt wahrscheinlich keinen Tag von diesen 8036 Tagen, wo sie nicht in irgendeiner Form Musik gemacht hat. Zuerst natürlich gesungen und dann vor allem auch immer wieder verschiedene Musikinstrumente gespielt hat. Also einerseits ist die grosse Musikalität und ganz grundsätzlich das Musische der Maruja vor genau 8040 Tagen sozusagen in die Wiege gelegt worden. Der Vater, der Herbert, von Beruf Lehrer, leidenschaftlicher Gitarrist und vor allem Künstler, insbesondere im bildhauerischen Bereich. Und dann Mama, Rahel, Lehrerin, Musiklehrerin und vor allem exzellente Cellistin. Wenn da die musischen und musikalischen Gene nicht gestummen hätten, hätte die Welt nur mehr verstanden. Ein Cello, wie Mama gespielt hat, wäre es gross gewesen. Aber ein Streichinstrument hätte schon sein müssen. Ihre Tante, Elisabeth Blacku, ist ja auch Musiklehrerin gewesen und heute noch ist sie das. Und sie hat Violine gespielt. Und so ist der erste Gegenunterricht bei der Tante gekommen, mit gut 7 Jahren. Parallel zu diesen verschiedenen Schulen hat Maruja dann in der Folge auch verschiedene Gigalehrer gehabt. Nach der Tante Elisabeth Blacku ist Anne-Kathrin Hirstand, der Janik Frateur, der Daniel Dotz und seit 2015 der Branko Simic. Die alle haben Anteil am Fortschritt und am Erfolg von der Maruja. Neben der Giga ist Gesangsunterricht, Orgelunterricht und vor allem auch Klavierunterricht dazugekommen. Und dabei mit verschiedenen Schwerpunkten, wie zum Beispiel Kompositionslehre und auch begabtere Förderung in Jazz und Klassik. In ihrer jungen Musikerkarriere hat sie in verschiedensten Kammermusikensemble mitgespielt, mit der Violine natürlich meistens im Lied.
Und dann sind da natürlich auch verschiedenste Orchester, wo sie bereits mitgespielt hat, seien das dauernde Orchesterengagements oder auch verschiedene Ferienprojekte mit renommierten Orchestern. Bei der dauernden Orchesteraktivität ist das bis heute das Orchester Giovane und das Uni-Orchester Bern, wo sie Stimmführerin in der zweiten Giga ist. Bei verschiedenen Musikwettbewerben ist Maruja bereits mit ersten Preis ausgezeichnet worden. Auch Kompositionen von der Maruja bestand. Da ist der Klang der Sterne im Stadttheater Chur mit dem Jugendsymphonieorchester Graubünden im Oktober 2014 uraufgeführt worden. Und vor allem die Aufführung vom Kindermusical «Die wilden Schwäne» am 21. Juni 2014 war ein Riesenerfolg. Ja, und ich habe in all diesen Jahren das mit Freude mitbeobachten und erleben und geniessen können. Bei den vielen Besuchen im Haus Laukas in Sargans hat Maruja natürlich immer herrlich musiziert. Ich habe heute noch ihre Riesenerfolg und Fortschritt miterleben können. Und wenn wir eingeladen gewesen sind, hat sie immer noch etwas Feines zu essen gegeben. Ich darf dir jetzt zusammen mit dem Jurymitglied Ursi Wille ein Kuvert, eine Skulptur und eine Urkunde überreichen. Und noch etwas, Maruja. Gell, die Mama und der Papa sind wahrscheinlich jetzt noch stolzer als du. Und ich darf der Rahel und dem Herbert als Götti von dir natürlich auch gratulieren zu ihrer super Tochter. Als Götti kann ich sagen, sie haben alles richtig gemacht. Ganz wenig. Götti, darfst du etwa mal noch etwas sagen und schulen? Oder? Ja, sicher. Also, ich habe von der Mama erfahren, dass der Götti mir eine ganz liebe Rede wird halten. Auch noch etwas Kleines für dich. Und ich weiss, er hat ja vorher schon von unserem Essen geschwärmt. Und er isst sehr gern. Und also. Zum anderen möchte ich auch der Jury von Sargans noch ganz herzlich danken, dass sie mich ausgewählt haben. Es ist wirklich, Mama hat mir auf Bern angerufen und erzählt, ja, du hast einfach den Kulturpreis gewonnen. Zuerst komme ich so grosse Augen über und denke, ich bin doch erst 22 jetzt, hier noch 21. Das kommen doch immer solche Leute über, die schon einen langen Prozess gemacht haben und viel geschaffen haben im Sarganser Land und darum hat es mich natürlich noch viel mehr geehrt, dass ich den bekommen habe und darum möchte ich auch Ihnen allen hier innen ganz herzlich danken. Thank you.
jetzt nochmal so steil parat. Der nächste jetzt für jemanden, der ganz viele Leute hier innen eigentlich kennen. Da kennt man Zerganz, nicht nur Zerganz, weit umeinander. Haben Leute etwas von ihm gehört oder etwas von ihm gesehen schon? In einem Lied, in einem Theaterstück, in einem Musical, ganz handfest auf der Bühne ihn erlebt. An der Fasnacht vielleicht gesehen, irgendwo auftreten. Aber von dem Mann weiss eigentlich viel mehr und erzählt jetzt etwas der Felix Rüegg. Der Stefan erklärt sich selber. Ich habe den Stefan auseinandergenommen in seine Einzelteile und dabei sind dann verschiedene Sachen vorgekommen. Das ist einmal das S. Steht natürlich für Stefan, das ist klar. Aber steht auch für Schule. Schule ist für dich ein Begleiter seit ganz klein. Zuerst selber als Schüler natürlich, nachher als Lehrer. Ich durfte dich erleben, als Lehrer zum Beispiel in Valenz, wo du schon musikalische Höhenflüge hast mit dem Kirchenchor und als Organist. Ich habe dich als Lehrer erlebt, wo du zu Wesen warst. Ich erinnere mich, dass du mir einmal das Einmaleins musikalisch vertont, 10 Strophen für jede Reihe eins, nein, 10 Lieder für jede Reihe eins Lied, damit die Kinder das lernen können. Viele da drinnen haben dich erlebt als Lehrer von Sargans. Du hast die Lehrerausbildung sogar geprägt, indem dass du die Übungsschule unterrichtet hast. Du hast Mittelstufen unterrichtet, wo viele hier wahrscheinlich Projekte von dir mal mindestens gesehen oder gehört haben. Schule ist aber für dich so wichtig. Du warst an der kantonalen Kommission, pädagogischen Kommission gewesen. Du hast bei Lehrmitteln mitgearbeitet, zum Beispiel das französische Lehrmittel, das wir alle, auch die meisten wahrscheinlich kennen, en vol, da hast du mitgearbeitet. Das Mittelstufen-Singbuch hast du bei der Überarbeitung mitgearbeitet. Also für dich, Schule, das ist, du bist ein richtiger Schulprofi. Und selbstverständlich gibt es noch mehr Projekte, die wieder anstehen. Ich habe gehört, du bist schon wieder an Sachen dran. Und da können wir uns sicher auf einiges freuen. Der T, das ist für mich Theater. Du bist einer, der viel Musik und Theater verbindet, in verschiedensten Formen. Also du machst Musik und du hast es theatralisch hinterlegen, oder du machst es Theater und du hast es musikalisch hinterlegen. Es gibt ganz viele Beispiele, die du so gemacht hast. Musik und Theater, das ist eine Stärke von dir und da hast du ganz viel geleistet. Der T ist natürlich aber auch für den Tim. Das geht jetzt ein bisschen in die Familie rein. Der Tim, der schon erwachsen ist. Und der nächste Buchstabe. Der E für Della. Du hast mir erzählt, dass Della natürlich selbstverständlich auch von dir Songs bekommen hat, dass du auch für sie Songs geschrieben hast. Und du hast eine Unmenge von Songs geschrieben. Und da ist auch dein Gotti-Meitli, hast du mir erzählt, hast du so viele Lieder geschrieben, dass es bereits eine CD davon gibt, oder dass man eine CD daraus machen könnte. Und das sie an jedem Geburtstag. Und mittlerweile ist sie, glaube ich, erwachsen schon. Und dass du recht viele Songs für sie gemacht hast. Der P, habe ich herausgefunden, geht um Professionalisierung. Wo du mir erzählt hast, oder wo du mich angefragt hast, hast du mir erzählt, du hast dir schon über dir Gedanken gemacht. Wie wäre es, wenn ich jetzt voll auf Musik setzen würde? Die Gedanken sind immer wieder da gewesen. Professionell Musik machen, was liegt drin, wie geht euch das und so. Und das ist eine Frage, die wird sich nie beantworten, wenn man es nicht ausprobiert. Ob du mal noch irgendwie so ein Projekt hast, ich mache das, traue ich dir zu, dass du das irgendwann vielleicht einmal noch machst. Ansonsten erfreuen wir uns, dass du das hobbymäßig machst. Aber auf jeden Fall sind alle deine Projekte, die ich miterleben darf, als Zuhörer oder als Mitmusiker, die sind auf sehr hohem Niveau, wo sehr nahe an professioneller Musik ankommt. H.
Über 100 Songs hast du schon. Eine riesige Menge, die du selber geschrieben hast, komponiert hast, gemacht hast, textet hast und so weiter. Das ist eine riesige Menge und das wär enorm spannend, wenn man da auch einfach mal könnte, ein bisschen reinhören, ein bisschen schnöken, vielleicht komme ich mal in den Genuss rein, dass ich einmal eine Sammlung anhören kann. Vielleicht tust du das auch irgendwann einmal einer weiteren Öffentlichkeit auch noch weiter zeigen. Deine Sammlung, die du hast, das ist eine imposante Sache und ich bin froh oder ich bin stolz, dass ich bei einigen Sachen doch dabei sein durfte. H ist aber auch noch der Buchstabe, wo mir in den Sinn kam, von Harmonie, hat ja auch mit Musik zu tun. Aber Harmonie auch persönlich, ich erlebe den Stefan als einen, der sehr gerne Harmonie hat. Harmoniebedürftig. Er ist halt ist ein Krebs wie ich, die sind sehr harmoniebedürftig. Und ich habe ihn aber auch erlebt, dass es Grenzen gibt, wo die Harmonie, wo es dann ein bisschen zu Reiberei gekommen ist. Aber schlussendlich kommt immer der Kern von Stefan raus, wo sehr auf Harmonie bedacht ist. Das A ist das alte Kino Mels. Ganz eine intensive Zeit, die wir miteinander erlebt haben. Als Gründungsmitglied bist du dort dabei gewesen und hast sicher die Anfänge ganz stark durch deine künstlerische Fähigkeiten und andere geprägt. Dort sind viele Eigenproduktionen entstanden, wo du auch Musik und Theater miteinander verbunden hast. Und vor allem haben ich dich dort als Mensch enorm kennenlernen, weil wir in dieser Zeit, wo wir ja sehr jung noch waren, nein, sind wir heute noch, aber sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, wo wir das Kino gegründet haben und wo wir das aufgeleistet haben. Das ist für mich eine Zeit, wo ich die ist mir immer ganz nahe, die bleibt mir immer nahe. A ist auch noch Adonia, das ist ein Verlag, wo man Material bestellen für die Schule, mit zum Beispiel Theatersachen, Musical-Sachen. Und dort ist der Stefan auch präsent. Er hat auch Stücke von sich dort hergegeben, wo andere Leute das kaufen können und nachher mit ihren Klassen das aufführen. Und der Stefan hat mir erzählt, dass es für ihn eine Genugtuung, eine grosse Genugtuung, dass er Sachen geschaffen hat, wo andere auch davon profitieren können, wo andere auch brauchen können, wo andere auch zu Aufführungen bringen und damit arbeiten. N sind noch die Noten. Noten, Linien, Noten, Hells, Noten. Einfach Noten allgemein. Der Stefan ist, ich nehme an, tagtäglich mit Musik irgendwie beschäftigt. Und irgendwann hat er angefangen, auch digital Noten zu erstellen. Und in dieser Musikgruppe, die wir zusammen spielen, ist fantastisch. Irgendwann kommt er einfach mit einer ganzen Partitur für die ganze Band. Gewisse Sachen sind von ihm überarbeitet worden am Computer und für alle Bläser, alle Sätze noch ausgedruckt und so. Also er ist in der Musik wirklich daheim und zwar nicht bloß als Musiker, als Künstler, sondern auch als Komponist, sondern auch als in der Musiktheorie und so, also durch und durch. Ich arbeite ja in einer Branche, wo Anerkennung manchmal ein Fremdwort ist. Man hört meistens eben nur alles andere. Und darum, liebe Gemeinde Sargans, ganz, ganz herzlichen Dank für die Anerkennung heute. Tut gut und motiviert für uns. I'm a dog.
Vielmal nochmal Stefan Wildhaber, Edi Scherer, Oli Koller. Merci vielmal. Vielleicht. Jetzt haben wir ja nochmal einen ganzen Stein hier. Einen ist noch da, da müssen sich zwei teilen. Je zur Hälfte einen für Sie und eine Hälfte für ihn. Betty und Ernest Grupp. Und Sie haben sich den Max Feigenwinter ausgelesen als Laudator. Der wird jetzt, eigentlich wird er jetzt vom Jurymann zum Laudatio machen. Und das ist ja besser als umgekehrt. Das geht überhaupt nicht. Und ist natürlich eine gute Wahl. Nicht nur, weil er selber so einen Stein auch schon daheim hat. Er sieht noch etwas anders aus. Sondern weil er die beiden eben auch seit Jahrzehnten gut kennt. Max, bitte schön. Dankeschön. Es gibt viele Menschen, die gute Ideen, ja sogar faszinierende Visionen haben. Bei euch ist es aber nicht dabei geblieben. Ihr habt die Sachen umgesetzt, realisiert. Mit eurer Begeisterung habt ihr Mitmenschen können begeistern. Und es ist erstaunlich, wo ihr im Verlauf dieser vielen Jahre überall Spuren hinterlassen habt. Auch bei erfolgreichen Leuten klappt nicht immer alles auf Anhieb. Manche gute Idee ist nicht realisierbar. Mancher Plan stößt auf Widerstand. Vieles kommt anders, als man möchte. Manches klingt nur teilweise. Enttäuschungen können ganz extrem fordern. Das gilt im privaten wie im geschäftlichen Bereich. Auch ihr habt das erlebt. Ihr habt aber immer wieder angenommen, was war. Ihr habt euch der Situation gestellt, habt das Vertrauen nie wirklich verloren. Ihr seid an Schwierigkeiten gewachsen. An Schwierigkeiten, die andere vielleicht erdrückt hätten, habt ihr können wachsen. Das ist wahre Grösse. Ihr habt miteinander sehr viel erreicht. Könnt dort euch freuen mit vielen anderen, die da sind, dass ihr die Ehrung könnt erleben könnt, den ganzen Kulturpreis entgegennehmen. Der Ernest ist in Sargans aufgewachsen. Die ersten Jahre in einem bescheidenen Haus in der Riau, in einer Familie, wo die Musik sehr viel bedeutet hat. Und die Musik bedeutet ihm auch heute noch sehr viel. Wir kennen den Ernest als Handwerkler und Sänger, der unzähligen Leuten Freude gemacht hat, sie zum Schmunzeln oder gar zum Lachen gebracht hat. Viele denken hier vielleicht am private Fest und noch mehr ganz sicher auch am Fasnacht. Der Ernst spielt aber auch Klavier und hat einmal Saxophon gespielt. Wir alle wissen, was ihm Jazz bedeutet. Aber wer weiß schon, dass er ein grosser Kenner von klassischer Musik ist? Betty ist in Frankreich aufgewachsen.
In einer Familie, wo Kunst und Künstler eine grosse Rolle gespielt haben. Schon früh hat sie kennengelernt. Kein Wunder, dass sie sich später als Galeristin einen Namen gemacht hat, auch für den Fürst von Liechtenstein geschafft hat. Sie hat Kontakt zu vielen Künstlern gepflegt und vielen den Kontakt zu Künstlern ermöglicht. Beides starke Persönlichkeiten, die einander ernst nehmen, einander Raum lassen, wie gesagt, vieles miteinander initiieren und realisieren und erleben, füreinander da sind. Wenn der Ernest sagt, ich liebe Sargans, dann glauben wir das. Und weil er Sargans liebt, setzt er sich für das Städtchen seit vielen Jahren vielfältig ein. Sein grosses Anliegen war schon immer, Leben ins Städtchen zu bringen. Und das ist ihm in grossem Mass gelungen. Er hat beispielsweise verhindert, dass eine religiöse Gruppierung damals den Leuen steigern konnte. Er war überzeugt, dass es hier eine bessere Lösung gibt und hat ihn gerade selber gesteigert. Er hat mit vielen Jazzbegeisterten 1986 den Jazzclub gegründet. Und seither haben etwa 30'000 die 500 Konzerte besucht. Im gleichen Jahr hat er das erste Jazzfestival organisiert, wo seither alle zwei Jahre durchgeführt wird und vielen von uns ein Begriff ist. Heute reden wir sehr viel von Nachhaltigkeit. Die Werke vom Ernst und der Betty sind nachhaltig. Sein Engagement hat viele begeistert, müssen viele begeistern, sonst wäre das alles gar nicht möglich geworden. Mit der Verleihung vom Kulturpreis danken wir euch beiden für die grossen, vielfältigen Werke. Und wir freuen uns, dass ihr jetzt auch Sarganser-Bürger sind. Sarganser-Bürger, die auch Kulturpreisträger von dem Städtchen sind. Ich weiss, dass ihr euch freut. Und viele, die hier sind, freuen sich mit euch. Wenn du, Ernest, auf dein reiches Leben zurückschaust, hast du allen Grund, dich zu freuen. Zu freuen an den vielen Erfolgen. Zu freuen, dass du schwierige Situationen gemeistert hast. Zu freuen, dass ihr zusammen viel Schönes erleben könnt. Und ich weiss auch, dass ihr euch nicht nur freut, sondern auch dankbar seid. Ihr habt vieles, was zählt. Es gäbe ein dickes Buch, wenn ihr das würdet schreiben. Und ich bin sicher, dass noch einiges dazukommt. Ernest, wo du 60 bist, habe ich dir einen Text geschenkt. Er heisst, wir sollten dann und wann anhalten, stehen bleiben, uns hinsetzen, zurückschauen, voraussehen, in uns hineinhören und schauen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ich wünsche dir, ich wünsche euch das auch heute. Geniesset, was ihr erreicht habt, freut euch an dem, wo gelingt. Ihr seid Beispiel für viele. Nicht einig, wer lieber Max, herzlichen Dank. Du hast uns sehr bewegt und gerührt mit deinen Worten. Und wir sind sowieso, es hat uns, ihr hört mich schon, oder? Ja. sehr gerührt, was wir erfahren haben. Es hat uns überrascht und wir sind, es bewegt uns sehr, dass wir den Preis bekommen. Ich möchte einfach Sargans danken, der Gemeinde, der Kulturkommission und der Sarganserinnen und Sarganser, die dazu beigetragen haben, dass wir den Preis heute in der Hand haben dürfen. Und wir danken all den wunderbaren Menschen, die uns begegnet sind im Laufe unseres Lebens, die uns inspiriert haben, die Wegbegleiter waren,
Mitinitianten und zum Teil auch uns unterstützt haben in all unseren Vorhaben. Und willst du noch etwas sagen? Du willst auch sicher etwas sagen. Nein. Also, mich hat heute ein Wunder habe ich erlebt. Die Jüngste war da und jetzt sehen wir den Ältesten. Fast das Schönste vergessen. Ja. Wir haben euch nicht zumuten, im Duo auf der Bühne aufzutreten heute Abend. Darum haben wir den Beat Daxinger, den Göttibub vom Ernst, in seinen stillen Stunden Singer-Songwriter eingeladen heute Abend für euch etwas zu spielen. Er hat speziell für den Anlass etwas komponiert und wir lassen uns überraschen und wir freuen uns auf das, was wir hören werden von dir. Besten Dank, Beat. Kulturentschlossene, das sind die Macher, die erfinden was, die zeigen das, die machen das, was geht, wollen, dass etwas entsteht. Für den Moment oder dann auch wieder fürs nächste Jahr. Wenn sie alle rufen, wunderbar, es ist wieder so weit, es ist kulturelle Zeit. Wir kommen zusammen und hoffen, dass es so bleibt. Und erwarten was Neues auf alten Stühlen und tanzen auf Bänken, während die Gläser schwenken. Vergisst dann jeder, was zu Hause ist oder bei der Arbeit. Bei Tanz und Musik, hey, das sind Kulturentschlossene. 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 Die leben das Leben, die Lust und die Liebe dafür. Kulturentschlossene haben für sowas ein Gespür. Kulturentschlossene, ja, die leben dafür. Kulturentschlossene, die lieben die Haute Kultur. Oder schwelgen vor Bildern, vor Worten auf Papier. Ein Lied wie dieses hier, was zuvor gedacht, erwartet, wird jetzt zum Vortrag gebracht. Jemand macht von Herzen, mit Händen, mit Hirn oder ohne Verstand. Ja, der macht was vor und der Kulturkreis kommt angerannt. Versteht mich nicht falsch, ich mach das ja auch. Ich mach beides recht gerne, damit blüht's doch auf. Das sind Kulturentschlossene. 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 Das Leben, die Lust und die Liebe dafür, das machen Kulturentschlossene, die leben dafür. Kulturentschlossene haben dafür ein Gespür. Kulturentschlossene, die lieben die Haute-Kultur. Soll man bezahlen? Doch wer schätzt den Wert?
von Fleiß und Idee, von Glühwein im Schnee. Wer gibt dem Wert? Dem Tun und Probieren, dem Zeigen und Scheitern, dem Üben und dem nächtelangen Studieren. Doch nur die Kulturentschlossenen, Kulturentschlossenen, Kulturentschlossenen. Das Leben, die Lust und die Liebe dafür, das sind die Kulturentschlossenen, die leben dafür. Kulturentschlossene, die lieben dafür. Kulturentschlossene, die haben Haute Kultur im Gespür. Haute Kultur. Also gesagt hat. Nein. Eben, früher habe ich nie geredet und jetzt habe ich die Führer gedruckt. Kulturentschlossene, das sind die Macher. Die erfinden was, die zeigen das, die machen das, was geht, wollen, dass etwas entsteht. Für den Moment. Oder dann auch wieder fürs nächste Jahr. Wenn sie alle rufen, wunderbar. Es ist wieder so weit, es ist kulturelle Zeit. Wir kommen zusammen und hoffen, dass es so bleibt. Und erwarten was Neues auf alten Stühlen und tanzen auf Bänken. Während die Gläser schwenken, vergisst dann jeder, was zu Hause ist. Oder bei der Arbeit, bei Tanz und Musik. Hey, das sind Kulturentschlossene, Kulturentschlossene, Kulturentschlossene. Leben, das Leben, die Lust und die Liebe dafür. Kulturentschlossene haben für sowas ein Gespür. Kulturentschlossene, ja, die leben dafür. Kulturentschlossene, die lieben die Haute Kultur.